Ja, welcome back, Leute, zurück zu Minecraft. Ich bin's wieder, euer Elo, und ja, wir wollen mal noch ein bisschen bauen hier. Ich hatte ja eben im letzten Part schon gesagt, dass ich hier vorhabe, so ein bisschen die Felder hinzumachen. Ich habe noch keinen Plan, wie das funktioniert hier mit den Sachen pflanzen und so, aber ja, das werden wir schon irgendwie rauskriegen. Ich probiere das einfach erstmal aus und baue das so dahin. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage, aber ja, das werde ich ja sehen. Ich denke mal, Moment, jetzt müssen wir vielleicht das hier so ein bisschen zumachen, hatte ich ja gesagt. Ah ne, das ist falsch. Ich mache das auf jeden Fall erstmal so bis hierhin. Na? Dass, wenn ich da mal tiefer graben sollte, nicht direkt da irgendwie gleich runterfalle wieder. So. Obwohl, das mache ich von unten. Aber dieses scheiß Gräserzeug, das ist das, was mich wirklich so ein bisschen ankackt, ey. Ach, da ist auch noch was. Okay, gut zu wissen. Dann machen wir das noch weg. Und hier vorne lasse ich mir mal irgendwas einfallen. Ja, jetzt habe ich keine Erde mehr. Jetzt muss ich mir mal überlegen. Aber hier ist auch schon wieder so ein Loch. Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch zumachen. Oder irgendwas einfallen lassen. Wie mache ich das jetzt mit den Beeten? Das ist eine Frage. Warte mal. Das setzen wir erstmal wieder hier rein. Also hier kommt ja sowieso der Zaun. Das heißt, ich sollte mir vielleicht einfach mal Erde holen und ein bisschen Zaun, weil dann kann ich hier schon mal wieder weiterbauen. Dann kann ich das so ein bisschen abstecken sozusagen. Und vielleicht, was haben wir denn? Ach, wir haben genug Platz. Mich würde interessieren, diese Samen, da wächst wahrscheinlich nur das Gras wieder raus. Oder? Warte mal, wir nehmen jetzt erstmal so ein bisschen Erde mit hier. Das brauchen wir jetzt ja gerade nicht. Glas eigentlich auch nicht. So, das müsste aber reichen. Was haben wir denn hier? Weizen. Da habe ich nur das bisschen Kakaobohnen, Zuckerrohr. Zuckerrohr, das können wir mal mitnehmen. Melonensamen. Ja, das können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Diese Samen packe ich erstmal dahin. Weizen und Kürbissamen. Das nehmen wir auch mal mit. Was ist das? Setzling? Das sind, glaube ich, diese Mini-Bäume, ne? Das auch? Das auch? Das sind alles Bäume wahrscheinlich. Ja, das würde mich eigentlich auch mal interessieren. Ich nehme das jetzt einfach mal mit und pflanzen das einfach mal da hinten so ein bisschen. Ich will das mal ausprobieren. So, dann brauchen wir noch Holz. Holz, Holz, Holz. Nein, das war wieder falsch, ich glaube. Nein, da. So, Zaun haben wir hier nämlich auch noch. Das werden wir jetzt einfach mal mitnehmen, so. Gut, dann haben wir erstmal ein bisschen Material. Das heißt, Moment, wir könnten noch mal ein bisschen Pflasterstein mitnehmen für die Wege. Also, das müsste jetzt aber reichen. Wenn nicht, dann müssen wir halt gerne nochmal kurz hier rein. Das ist ja das Schöne an so einem Lager, deswegen muss ich gleich auch erstmal gucken. Ich hatte ja schon im letzten Part gesagt, dass ich erstmal auch wieder so ein bisschen farme. Weil, ja, sonst kommen wir an den Punkt, wo wir dann einfach nicht mehr weiterkommen. So, dann machen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen zu, würde ich sagen. Na gut, das könnte ich allerdings erst noch abbauen eigentlich. Ach komm, das nehmen wir noch mit, die Kohle. Wenn es denn nicht so dunkel wäre hier. Ach komm schon. Okay.
Ja, das war's jetzt, aber dann machen wir hier wieder so ein bisschen zu, dass wir da dann nicht irgendwann mal runterfallen. Okay, hier ist ja nichts mehr, ne? Ja, das kann man alles. Machen wir vorsichtshalber zu. Besser ist das. Na gut, hier können wir ja nicht so viel, so tief fallen. Das ist ja eigentlich dann nicht so tragisch. Aber dann machen wir das übrigens vernünftig zu hier. Haben wir später auch keine Problemchen mehr. Oh, die Erde, die geht ja weg ohne Ende, wa? Naja. So. Wird er irgendwie hier weiterbauen, ne? Das war zu viel. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch zu machen, aber mehr Erde habe ich gar nicht mitgenommen. Ne? Ich habe jetzt nur noch das, was ich hier in der Tasche habe. Okay. Naja, jetzt wird es wenigstens wieder hell. So, dann. Na, komm schon. Ja, das sieht ja schon gar nicht mal so schlecht aus. Dass wir auf jeden Fall vielleicht sagen, dass wir hier noch das wenigstens bis hierhin zumachen. Und ja, da haben wir wenigstens noch ein bisschen Platz hier. Ja, und hier gucke ich mal, wie ich das mache wegen dem Wasser. Da lassen wir uns mal irgendwas Schönes einfallen. Oder ich mach's einfach zu. Mal schauen. So, dann. Ach so, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen. Na, Kies brauche ich eigentlich nicht, aber machen wir das erstmal so, dass wir jetzt hier zumachen, wenigstens bis hierhin. Und so, dann machen wir hier erstmal den Zaun noch hin. Reicht ja erstmal, wenn wir das vielleicht bis hierhin machen. So. Und so, da muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Was haben wir denn? Jetzt haben wir hier so ein paar Felder, warte mal. Da müssen wir sowieso ein bisschen wegnehmen. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich das. Ah, ich glaube, ich mache den Weg 2 breit. So, quasi. Dann so hier um die Felder rumgehen können. Weil ein Feld breit ist, ist mir immer so ein bisschen. So. Dann, warte mal, dann machen wir 1, 2. Dann machen wir hier diese Beete dahin, würde ich sagen. Dann mache ich nochmal 2. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und dann machen wir nochmal 2. Das müsste ja erstmal reichen.
Okay, dann können wir hier so ein bisschen wegmachen. Genau, dann machen wir hier einfach Steine drum, also Pflastersteine. Und hier machen wir dann ganz normal einen Zaun drum. Da muss ich mir... Oh. Das machen wir mal weg. Ich muss mir nur gucken, dass ich mir so ein Tor baue. Oh Moment, das war jetzt glaube ich... Ach, machen wir das nochmal weg, kurz zu weit. So, dann werde ich jetzt erstmal das hier mit Pflasterstein auslegen. Oder? Oder ich hätte das nur wirklich eins breit machen sollen. Sieht ja schon sehr breit aus, ne? Warte mal, ich glaube, das müssen wir nochmal anders machen. Das werde ich nochmal anders machen. Ich werde das wirklich nur eins breit machen. Ich mache das jetzt erstmal alles weg, so. Ich weiß nicht, wie das ist, ob man direkt auch hier auf diese normalen Erdblöcke das drauf machen kann. Oder ob man wirklich die neu setzen muss, dass da halt kein Gras und gar nichts drauf ist. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber das werden wir herauskriegen. So. Das heißt, wir machen hier einfach dann eine Reihe Beet und vielleicht noch eine Reihe Beet. Ich gucke erstmal, wie das aufgeht. Machen wir erstmal so. Das heißt, wir müssen den eigentlich nochmal um eins erweitern. Dann können wir den das Tor da rein machen. Und dann haben wir genau, das haut dann hin. Das passt dann, glaube ich. Dass das wenigstens so ein bisschen gleich aussieht. So, dann nehmen wir das hier nochmal weg. Okay, und das nehmen wir auch nochmal weg. So, dann können wir das jetzt nämlich hier zumachen. Und machen wir das hier zu. Und alles klar. Dann können wir hier zwischen die Beete machen. Also, dann machen wir jetzt den Zaun hier wieder hin. Okay, ja, das Blöde ist, dass man da wirklich nicht drüber springen kann. Machen wir hier erstmal die Erde rein. Und dann will ich jetzt mal diese Kürbissamen da reinsetzen, ey. Okay, das geht irgendwie nicht. Hat das irgendwie einen bestimmten
So, jetzt Zuckerrohr, das haben wir noch. Melonsamen. Okay, das geht irgendwie nicht. Hat das irgendwie... Oder muss der irgendwie Wasser nehmen sein? Also das muss ich jetzt erstmal... Warte mal, machen wir das mal hier. Dann sehe ich es ja, wenn man das jetzt zum Beispiel neben dem Wasser macht. Okay, Moment. Wir machen jetzt mal die Erde da so wieder hin. Okay, also das Zuckerrohr geht anscheinend. Nur ich frage mich. Verstehe ich jetzt nicht, warum geht das jetzt hier nicht? Oder muss man das echt breiter machen vielleicht? Das muss ich doch gerade mal ausprobieren. Oder es muss wirklich am Wasser sein. Ich glaube, da muss echt Wasser sein. Kann das sein? Okay. Okay, okay. Und wie ist das mit diesen Setzlingen? Ups. Okay, die kann man also da hinsetzen. Das heißt, Bäume können wir hier pflanzen. Dann sollte ich das vielleicht mal tun. Nochmal so auf die Schnelle, weil das wäre nicht schlecht. Dann könnten wir zumindest, wenn wir da ein bisschen Holz brauchen, dann können wir die ja direkt hier abbauen. Okay. Was. Machen wir das mal noch so ein bisschen weg. Ach du Scheiße. Das wäre ja fast in die Hose gegangen, Mann. Okay, dann machen wir hier erstmal noch so ein paar Dinger hin. Okay, das war's. Ich weiß es halt nur noch nicht, wie das hier funktioniert mit den Anbauen hier. Da muss ich dann echt nochmal gucken, aber tja, mein Gott, egal. Kriege ich schon irgendwie hin. So, dann lassen wir das Ganze erstmal so und ich mache jetzt auch direkt mal hier wieder einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin sage ich mal tschüss, tschüss und gute Nacht. Bis dann.